Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Test auf diesem Kanal. Es geht diesmal um The Sphere of Abyss in der Early Access. Es ist ein Spiel aus China, das so ein bisschen roguelike, RPG-mäßig sein soll. Es gibt 5 verschiedene Leutchens, die wir allerdings noch nicht freigeschalten haben. Guck mal, die mit ihrem komischen Vogel hier, komischer Roboter und anderen Kram. Hier, der sieht zumindest sehr RPG-mäßig aus, obwohl ich diesen chinesischen Stil, diesen cartoonigen, komischen Stil nicht so mag. Ich stehe eher auf den Anime-Stil aus Japan, aber ist okay. So, wir gehen aber mal rein. Ja, und die Macher haben es irgendwie so beschrieben, dass es ein Action-Shooting-Exploration-Adventure-Spiel ist mit RPG. Rein von der Optik her finde ich das gar nicht so schlecht. Ich habe eben mal probiert, das mit dem Controller zu spielen. Da gehen allerdings nicht alle... Oh Gott, ist die Maus behindert. Da gehen allerdings nicht alle Fähigkeiten, die man so hat. Und wenn man hier in diesen tollen Teleportationsding reingeht, dann ist man auch gleich schon in der Welt drin. Und hier kann man jetzt, pow, richtig geil die Leute abknallen. Aber man kann nicht nur schießen. Wir sehen oben links übrigens meine Leben einmal und darunter diese grüne Anzeige, das sind sozusagen meine Schüsse bzw. mein Stamina. Das heißt, wenn die Anzeige leer ist, dann kann ich nichts mehr machen. Und ich konnte noch mehr Sachen machen, warte mal. Oh Gott, was sind das denn für komische Viecher? Oh Gott, nein, ich mag keine. Was soll das sein? Sind das Pinguine? What? Hat er gerade geschossen? Keine Ahnung. Das Blöde ist halt, man muss richtig lange warten, wenn man... Ne, aua! Oh Gott, das ist ja voll assig hier. Wenn man kein Stamina hat... Da ist es dann so ein bisschen Dark Souls-mäßig halt oder so. Man kann nur noch ausweichen. Ich muss gleich erstmal die Steuerung checken. Einen Moment. Ich hoffe auch, man hört meine Tastatur nicht, weil die ist doch sehr laut. Weil das eine mechanische Tastatur ist. Mechanische Tastatur for the win. Wieso? Hä? Okay, ich habe hier unten jetzt 14 Herzen, aber das geht gar nicht hoch auf meine Lebensanzeige. Das hätte ich jetzt nämlich gedacht. Anscheinend haben wir auch noch 6 Fähigkeiten hier unten. Mit Rechtsklick kann ich schlagen. Also mit meinem coolen... Bett hier. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Was heißt Bett auf Deutsch, Leute? Ich habe keine Ahnung. Ja, wir können schießen. Wir haben auch irgendwie Bomben. Ich habe keine Ahnung, wie ich die einsetze. Aber vielleicht kriege ich das auch noch irgendwie hin. Und dann läuft man hier halt so rum, wie beim RPG typisch. Oh mein Gott. Komische... Oh, ich kann sogar meine Waffe aufladen. Wie gut ist das denn? Ja, RPG typisch läuft man hier rum. Tötet komische Sachen. Warum auch immer. Wenn ich die Story gelesen hätte, hätte ich bestimmt mehr verstanden. Oh mein Gott, ein Schabale. Aber habe ich nicht, Leute. Habe ich nicht. Ist mir egal. Ja, ist jetzt am 25. November erschienen, 2019. Je nachdem, wann ihr es guckt, Leute. Soll 12,50 Euro kosten, was ich ein bisschen viel finde, to be honest. Aber vielleicht kommt mir das auch nur so viel vor, weil ich einfach gar kein Geld habe. Nur mal so, Leute, um euch meine finanzielle Situation zu beschreiben. Ich habe noch ganze minus 17 Euro für das ganze Jahr. Im Januar geht es mir dann wieder gut, weil ich da Geld bekomme. Aber für das restliche Jahr jetzt, also für den ganzen Dezember, aua... Habe ich noch minus 17 Euro und von diesen minus 17 Euro muss ich noch Internet und Handy und was weiß ich alles bezahlen. Richtig behindert. Das heißt, ich kann eigentlich gerade obdachlos sein und müsste vielleicht auf die Straße gehen und Geld erbetteln. Das, aua, wäre vielleicht ganz gut. Diese Schamanen sind komisch und anscheinend können die auch einen einfrieren. Was ist diese blaue Anzeige unter mir? Oh mein Gott. Ah, okay, ausweichen geht auch. Siehst du mal. Und ich möchte jetzt mal so eine Bombe einsetzen. Wir haben nämlich hier 2 silberne Schlüssel, einen goldenen und 4 Bomben. Ah, hier haben wir auch den RPG-Style. Also man kann verschiedene Waffen wahrscheinlich auch haben. Und wenn wir Level 2 sind, dann könnten wir hier irgendwas aufbessern. Okay, dann ist das ja vielleicht doch nicht so ein blödes Spiel. Also als ich das vorhin, oder vor ein paar Tagen besser gesagt, angetestet hatte, da sah das echt alles mega kacke aus. Wir haben hier auch Mana-Tränke und einen komischen Regenbogentrank, was auch immer der... Ach, remove all status abnormalities. Warum wir so komisch leuchten, gar kein Plan. Und es gibt hier sogar eine Gewichtsanzeige bei den Items. Okay, ist er doch immer mehr wie Dark Souls hier. Schönes Kleid. Okay, wir können es auch noch schilden. Allerdings kann der Charakter das anscheinend nicht. Okay, ansonsten hier eine Bombe kann ich schmeißen und die macht dann alles kaputt. Davon habe ich allerdings nicht so viele. So, ich weiß immer noch nicht, was diese verschiedenen Herzen bedeuten. Okay, irgendwelche Skills habe ich leider auch nicht. Keine Ahnung, was diese roten Dinger... Ach, die roten Dinger, die geben mir Leben dazu. Kann ich die Tränke irgendwie ausrüsten, Leute? Wäre doch viel praktischer, wenn ich diese Tränke hier in diese 1 bis 6 reinlegen könnte. Ach, kann ich auch. Ach, hier unten sind die 1 bis 6 Dinger. Ah, guck mal, ist doch nicht so ein Scheißspiel. Dann kommt das noch auf die 6. Warum die das nicht gleich von Anfang an machen? Keine Ahnung. Aber okay, jetzt habe ich das selber gemacht. Ja, geil, jetzt habe ich die Dinger da unten drin. Also das sind doch keine Fähigkeiten, sondern... Pow, pow, ich mache euch alle kaputt. Oh Gott, ich hasse das, dass hier solche komischen Pinguin-Dinger sind. Das sind locker gar keine Pinguine. Irgendwelche anderen Vögel. Oh Gott, bitte geht weg von mir. Okay, aber ich finde das jetzt tatsächlich gar nicht so schlecht. Ich wollte das Spiel voll abwenden, aber es ist ganz witzig. Wenn es jetzt noch Bosse gibt und sowas, die ein bisschen herausfordernd sind,
kann ich mir das gut vorstellen. Die Sache ist halt auch, zu dem, wo ich das letzte Mal gespielt habe, und da fand ich das halt mega scheiße und hatte dann auch erstmal gar keinen Bock mehr, das überhaupt aufzunehmen. Da kam nochmal ein Update. Das heißt, letztes Mal habe ich das, glaube ich, in der Alpha 1.0 gespielt. Ja, Level Up! Und jetzt ist das halt in der 1.2 oder so. Hier, so ein komisches Plus, wie man es kennt. Okay, was wollen wir denn mal verbessern? Natürlich. Ihr Activity, dann hat... Oh, wir haben sogar 3 Stadtpoints. Ja, alles auf Activity, Leute. Alles auf Activity. Jetzt regenerieren wir nämlich schneller AP. Und AP ist, glaube ich, dieses Grüne, das wir häufiger angreifen können. Ich glaube schon. Ich habe schon wieder vergessen, wie ich meine Bombe benutze, Leute. Aber ist ja egal. Hallo, nicht mich fressen. Ich bin ein süßes kleines Mädchen. Bitte. Oh, oh, oh. Oh, ist das ein Boss? Oh Gott, ist das ein Boss? Oh mein Gott. Okay, Moment. Hier, fress dies. Und, wow, gute Bombe. Dann fress dies. Könnt ihr da bitte stehen bleiben? Oh mein Gott. Okay, das ist jetzt natürlich blöd. Ich habe jetzt einfach... Was ist das? Hä? Ich verstehe hier gar nichts. Ich habe jetzt die ganzen Gegner hier angeduddelt. Das ist nicht gut. Ich habe noch eine Bombe. Leute. Aua. Oh, nö. Okay, ich glaube, ich muss mal einen Trank nehmen. Und ich glaube, ich hatte eben irgendeinen Statuseffekt. Okay. Für mich ist das Spiel vielleicht ein bisschen zu langsam und man läuft hier jetzt halt sehr viel rum. Könnt ihr jetzt... Ja, das war eine perfekte Bombe. Tja, da schreit ihr rum, ne? Würde ich an eurer Stelle auch machen. Guck mal, man kann den Dude hier so ein bisschen... Komm, kann ich dich bitte bewegen? Du komische Fledermaus. Nein, sie hängt da fest mit ihrem Flügel. Fledermaus, komm mit. Ich möchte, dass du jetzt mein Freund bist. Oh Mann, dann nicht. Tut mir leid, Fledermaus. Ich weiß gar nicht, warum ihr alle so böse seid auf mich. Hab doch gar nichts gemacht. Okay. Ach hier, der mit der Sonne über dem Kopf, der kann anscheinend Magie wirken, dass hier überall diese Dinge auf den Boden kommen, oder was ist los? Und die haben auch Schilde. Das heißt, wenn ich die abschieße, bringt das wahrscheinlich nicht so viel. Muss aber gerade sagen, es ist doch sehr repetitiv, wie das hier abgeht. Also die laufen halt alle auf einen zu und wollen einen hauen. Aber zum Beispiel... Oh, ist das ein Boss? Davon schießt keiner. Aua! Yo, okay, ich heile mich dann mal. Habe ich noch eine Bombe? Nein. Yo, was hat der denn für eine Range? Okay, und der schießt jetzt auch mal. Dann vergesst, was ich eben gesagt habe. So, kann ich den überhaupt... Ja, guck, den mache ich weniger Schaden. Alter, ich... Ausweichen? Den mache ich auf jeden Fall weniger Schaden, wenn ich ihn nur abschieße. Jetzt ist das Ding da voll. Was war denn diese blaue Anzeige unter mir? War das jetzt schlimm, dass das voll ist? Ausweichen. Aua, yo, Leute. Okay, ich glaube, ich schaffe den nicht. Ich glaube, mit dem nächsten Hit bin ich tot. Kann das sein? Da oben sind Leben. Lass mich in Ruhe. Ich brauche diese Leben. Okay, jetzt überlebe ich vielleicht doch noch einen Hit. Den ersten Boss würde ich schon gerne vernichten. Beim First Try. Das wäre schon ganz toll. So, okay. Schön mit der Knarre hier. Weil, oh Gott, ich glaube, wir könnten... Sind das da Leben? Ich glaube, wir... Oh ja. Ich glaube, wir könnten nämlich einen neuen Charakter freischalten, wenn wir den besiegen. Ja, komm, mach doch alles kaputt. Sehe ich irgendwo... Ah, da unten sind seine Leben. Uah, aua. Das tut doch weh. Ich hätte mal meine Bomben aufbewahren sollen. Bei dem wäre das bestimmt richtig gut gewesen. Warte. Wenn dir... Danke. Irgendwo Leben drin sein? Das ist ja schon so ein bisschen wie bei Zelda hier. Auf jeden Fall. Mega wie Zelda. Oh Gott. Kann hier bitte irgendwas respawnen? Ich habe sein... Sein Pattern noch nicht so ganz raus. Da ist zumindest noch... Ah, okay. Er kann so komische Attacken machen mit seinen... Aua. Kann da bitte auch Leben drin sein? Danke. Ich glaube, ich schaffe den nicht. Der macht viel zu viel Damage, Leute. Bam, bam. Oh, er ist hingefallen. Ja, das ist meine Chance. Pow, pow. Pow. Okay, man kann ihn irgendwie stunlocken zumindest. Das ist auch interessant. So, dem Scheiß ausweichen. Oh, komm, den schaffen wir. Nein. Moment. Nein. Vor allem, wir müssen jetzt auch aufpassen, dass wir genug Stamina haben. Okay, kann da bitte nochmal... Ja, hingefallen. Aufladen. Bau, bau, bau. Oh Gott, okay, ein Hit und ich bin tot. Nein. Okay, ich glaube, ich greife ihn jetzt die ganze Zeit nur mit meiner Waffe hier an. Die macht zwar sehr viel weniger Damage. Aber da muss ich wenigstens nicht nah an ihn ran. Nein. Oh Gott, wieso hat er so viele Leben? Ist ja fast wie bei Blazing Beaks hier. Die haben auch immer viel zu viele Leben, die Bosse da. Ja, bitte fall hin. Ja, und einmal schlagen noch. Bau, kaputt gehauen. First Try, Leute, First Try. Und wir kriegen ein, so ein Regenbogen-Ding. Oh, guck mal, sogar mit Boss-Belohnung, wenn wir einen besiegt haben hier. Ja, das ist ja alles wie in einem echten RPG hier. So, Health Potion nehme ich auf jeden Fall. Ich nehme das sowieso alles mit. Was ist das? Eine Mission Card, okay. Eine Potion of Resistance. Klingt auch... Oh, was? Ist das ein Maschinengewehr? What? Haben wir einfach ein Maschinengewehr eingesammelt?
What the hell? Ja, nimm ich mal, ne? So ein Maschinengewehr ist ja ganz nett. Ach, und jetzt sind aber auch die Potions hier automatisch unten. Das ist auch ganz gut. Ja, geil. Hä, what the fuck? Das Spiel ist gar nicht so kacke, wie ich dachte. Und zurück teleporten. Kommen wir jetzt in die nächste Ebene oder kommen wir wieder in unseren Hut zurück? Das ist halt die Frage. Oh, sogar mit Story, oder was? Die fünf Königslanden. Finsternis. Wald. Sand, Wasser und die Normalos bekriegen sich. Keine Ahnung. Ja, ist ja ganz cool. Okay, also anscheinend hat das auch irgendwie eine Story. Es ist halt wirklich so RPG-Roguelike-mäßig. Ich glaube, die Welten an sich, in denen man da drin ist, die sind halt random generiert. Aber alles andere ist mehr oder weniger Roguelike-ig. Aber sind wir im zweiten Gebiet. Ist das jetzt alles noch ein One? Wenn ich jetzt sterbe, bin ich dann wieder im ersten Gebiet oder wie läuft das? Das ist halt die Frage, Leute. Mit 36 Leben haben wir noch. Eine Kiste! Die habe ich auch in der letzten Ebene gesehen. Da war noch eine Kiste, die ich leider nicht mitgenommen habe. Okay. Die haben auf jeden Fall auch andere Attacken. Ich muss aber sagen, das Spiel finde ich gar nicht so scheiße. Also es hat auch eine Ausweichmechanik, was ich schon ganz geil finde. Man hat zwei verschiedene Angriffsmuster. Also man kann halt Fernwaffeangriff machen. Und man kann Nahkampfangriff machen. Ach, und hierfür sind wahrscheinlich die Schlüssel, ne? Man kann hier anscheinend auch noch eine Maske und komische Fähigkeiten bekommen. Hier, ich glaube, das beides hier sind Fähigkeiten. Okay, vielleicht doch nicht so scheiße. Jetzt haben wir so einen geilen Speer. Ist ja mega gut. Das gefällt mir jetzt aber nicht so gut. Warte mal. Ja, spüre mal den Speer. Es gibt sogar Fallen. LOL. Oh Gott. Aua. Und ich weiß immer noch nicht, was diese Leben bringen. Ich hoffe, diese Leben heißt nicht, dass ich 25 mal wiederbelebt werde, wenn ich einmal sterbe. Es gibt sogar einen Shop! Hi! Das sieht aber alles mega... Ach, dafür sind die Leben. Die Leben sind quasi das Geld in diesem Spiel. Ah, aber ich glaube... Nö, ich finde das ganz gut, was ich so habe. Aber danke, Shop. Kann man mit dir noch irgendwas kaputt machen hier? Nö, vielleicht diesen Pilz da? Okay, oder was auch immer das war. Hat gar nichts gebracht. Dann gehen wir halt wieder weg. Wir haben sogar eine Karte. Ach, wir sehen sogar, wo der Boss ist. Komm, wir gehen einfach instant zum Boss. YOLO. Die Gebiete scheinen nicht allzu groß zu sein. Und hier scheint der Boss zu sein. Nee, was ist... Okay, Ach, so eine Herausforderung. Auch wie bei Isaac. Oder was? So ein Challenge-Raum. Das ist ja auch interessant. Okay, ich glaube, ich sterbe hier. Wenn mich irgendwas trifft, dann bin ich halt... oh Gott, tot, 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 tot. Aber nicht mit mir. Ich habe eine Maschinenpistole. Und werde sie gegen dich benutzen, damit du stirbst, stirbst, stirbst. Ich finde cool, dass man die so stunlocken kann, dass sie auch umkippen und so. Jetzt, oh, okay, es gibt mehrere Wellen. Mega gut. Und ich finde auch gut, dass die Fernkampfwaffen nicht so OP sind. Hilfe! Biet die geweckt, du totes Etwas. Dass man quasi dafür rewarded wird, wenn man näher an die Gegner rangeht. Sowas finde ich immer ganz gut. Also da haben sie sich auf jeden Fall auch Gedanken gemacht, die Entwicklerchens. Oh mein Gott. Aber es ist auch noch eine Alpha, deswegen kann sein, dass hier noch ganz viele Sachen fehlen. Oh, da bin ich nicht gut ausgewichen. Aber ich habe eine Rückschau freigeschalten. 16 Minuten hat das tatsächlich gedauert. Oh, traurige Musik. Okay, gar nicht so kacke, muss ich sagen. Vielleicht kommt das nochmal häufiger. Jetzt bin ich irgendwie gespannt, was hier noch so passiert. Oh, er hat nichts gespeichert? Ich habe jetzt nichts Neues freigeschalten, oder was? Hätte ich irgendwie zurückgehen müssen oder so? Ich kann halt auch nicht Continue drücken. Okay, sehr interessant. Gut, dann war es das mit diesen kurzen angespielt. Lasst mich mal wissen, wie ihr das fandet. Ich fand es gar nicht so kacke. Also rein vom Spielerischen hat es doch ein bisschen Spaß gemacht. Der erste Boss, den fand ich auch zumindest noch interessant. Muss man halt gucken, wie das später ist, ob das wirklich zu repetitiv ist, ob man da noch geile Waffen und so finden kann, aber an sich nettes chinesisches Spiel mit einem coolen Namen. Und ja, dann, wenn euch gefallen hat, dann merkt da und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.